Ich sing dir mein Lied von der Kraft der Lieder in besonderen Zeiten. So lautet der Titel von unserem heutigen Nachteulengottesdienst, den wir hier in unserer schönen Friedenskirche in Ludwigsburg feiern. Die Lieder und das Singen stehen im Mittelpunkt von unserem Gottesdienst. Gottfried Heinzmann, der bekannte Pfarrer und Leiter der Zieglerschen, wird die Lieder mit seinen Texten verbinden. Mein Name ist Martin Wente. Ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Wir sind mitten im Himmel. Um uns herum ganz viele Engel, ganz viele große Engel, auch ein paar kleinere Engel. Und die Engel machen, was Engel so machen. Sie singen nach altbewährter Weise, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und wie sie so singen, hört auf einmal einer der Engel auf zu singen, ein ganz kleiner Engel. Am Anfang fällt das nicht groß auf, aber dann sieht der Engel neben ihm, dass der kleine Engel nicht mehr mitsingt und der Engel auf der anderen Seite sieht das auch und die hören auch auf zu singen und immer mehr Engel sind irritiert und hören auf zu singen und fast wäre der ganze himmlische Gesang zum Erliegen gekommen. Nur die großen Engel, die singen besonders laut dagegen und einer der großen Engel geht zum kleinen Engel und sagt, sag mal, kleiner Engel, warum hast du eigentlich jetzt aufgehört, hier zu singen, wo das doch dein Job ist, hier im Himmel mit uns zu singen? Da sagt der kleine Engel, ich würde ja gerne weiter singen und ich habe auch gerne mitgesungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Aber dann, als ich singen sollte und Friede auf Erden, da habe ich mal kurz runtergeguckt und habe gesehen, dass das gar nicht stimmt. Länder im Krieg, Streit zwischen Religionen, Streit in Familien. Und ich konnte doch nicht etwas singen, was gar nicht stimmt, was nicht stimmt, das kann ich nicht besingen. Da schaut ihn der große Engel lange und nachdenklich an und sagt, es ist gut, dass du leidest an dem Zwiespalt zwischen Himmel und Erde. Es ist gut, dass du darunter leidest. Aber hör mal, indem wir singen, kleistern wir diesen Zwiespalt nicht einfach zu, sondern indem wir singen, geben wir dem Frieden Kraft, auch auf Erden. Unser Gesang bringt die neue Wirklichkeit herbei, im Himmel wie auf Erden. Und da sagt der kleine Engel, wenn das so ist, dann singe ich umso gerne wieder mit. Und nie erklang der Gesang der Engel schöner als nach diesem Zwischenfall. Ich sing dir mein Lied. Und das Singen und die Lieder, die stehen im Mittelpunkt von diesem Singegottesdienst, den wir schon zweimal hatten und dann durch Corona lange nicht. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir jetzt wieder einen Singegottesdienst haben, wo die Lieder im Mittelpunkt stehen und die Texte, die die Lieder miteinander verbinden. Und ich freue mich, dass wir singen, Gott entgegensingen. Ich sing dir mein Lied, so wird unser erstes Lied gleich heißen. Wir singen Gott unser Lied in der Gewissheit, dass Gott uns das Leben gegeben hat. Und diesen Tag, diesen Abend, dass er jetzt dabei ist und uns unterstützt und hält und trägt. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst auch in seinem Namen. Wir feiern ihn im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Und singen jetzt tatsächlich unser erstes Lied. Ich singe dir mein Lied. Schön, dass Sie da sind und wir miteinander singen können. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Konnten Sie das schon ein wenig spüren, das Leben im Lied, Ihr Leben in diesem Lied? Diese Lieder, die wir heute singen, sind Angebote. Angebote an uns, sie uns anzueignen, zu eigen zu machen, die Worte so zu singen, dass wir merken, ich kann da mit, das sind meine Worte. Die Melodie so zu verinnerlichen und mitzusingen, dass sie in uns spürbar wird und zu unserer Melodie wird. Lieder, die wir für die Gemeinde haben, zeichnen sich dadurch aus, dass es solche Lieder sind. Lieder, in denen wir unseren Glauben entdecken. Lieder, in denen alle Facetten zum Klingen kommen, wachsen und reifen, die Höhen, die Tiefen, die Hoffnung, die Zukunft. Wir singen diese Lieder miteinander. Und das heißt auch, dass diejenigen, die das Lied schon gut kennen und kräftig singen, die anderen mitnehmen, die noch etwas zaghafter unterwegs sind, und alles miteinander zu einem schönen, wunderbaren Klang verschmilzt. Der Klang unseres Lebens. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das Besondere dieses Augenblickes wahrnehmen können und ganz im Hier und Jetzt sein. Das nächste Lied, ein Kanon, lädt dazu ein, Gott zu loben. Der Text stammt aus Psalm 104. In dem Psalm wird ganz ausführlich Gottes wunderbare Welt beschrieben. Vom Großen, also der Sonne, dem Wind, den Bergen, dem Regen, zum Kleinen und den Tieren, den Vögeln und am Ende werden sogar einzelne Arten beschrieben. Der Klippdachs zum Beispiel, der Wildesel und einzelne Vögel, der Storch. Und mittendrin in dieser wunderbaren Schöpfung der Mensch, der diese Schöpfung wahrnimmt als Abbild der Herrlichkeit Gottes. Wie würde wohl Ihr Psalm aussehen? Was für Worte, was für kleine Beschreibungen, Details wären darin? Ein Gedicht von Mascha Kaleko fasst das wunderbar zusammen, was sie empfindet. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, stürmt und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen. Das Amseln flöten und das Immen summen, das Mückenstechen und das Brummer brummen, das rote Luftballons zum Himmel steigen, das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter, gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt.
An solchem Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne, dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue. Herr, unser Gott, du Schöpfer der Welt, wir loben dich. Du Sonne dieser Welt und der Welt, die kommt. Wir loben und singen, fröhlich und dankbar. Dir singen wir unser Lied, in ihm klingt unser Leben. Das Große und Kleine, das Leichte und Schöne, das Glück, das wir heute erlebt haben. Die Begegnungen, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern, das Gute, das du uns schenkst. Dir singen wir unser Lied, in ihm klingt unser Leben, auch das Schwere und Belastende, die Bitterkeit und Enttäuschung, die ungelösten Fragen, die Selbstzweifel, die enttäuschten Hoffnungen. Nimm unser Lied und lass es zum Loblied werden für dich und deine Herrlichkeit. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Wie geht es Ihnen mit solchen Sätzen? In der Bibel gibt es noch mehr davon. Betet ohne Unterlass, schreibt der Apostel Paulus. Beten andauernd und ausdauernd mein Leben lang, Werktag und Montag, Sonntag. Mir fällt das, ehrlich gesagt, schwer. Ich weiß, dass das kein Gesetz ist, das ich erfüllen muss. Ich weiß, dass das ganz einfach gut wäre. Für mich, für meinen Glauben,
für die Beziehung zu Gott. Doch manchmal geht das nicht, weil anderes mir wichtiger erscheint. Der Alltag, durchgetaktet, Termine, Aufgaben, Abläufe, immer wieder Neues, Nachrichten, die auf mich einprasseln, Eilmeldungen vom Newsticker, E-Mails, die ich beantworten muss, Nachrichten von Familie und Freunden. Manchmal entdecke ich, dass ich zum Smartphone greife und diesen Impuls gar nicht kontrolliere, sondern das schon automatisch mache. Was dabei verloren geht, ist der Kontakt zum Leben und der Kontakt zum Ursprung des Lebens. Mich begleitet schon viele Jahre ein Gebet von Bernhard Schneuser. Ein Satz darin hat es mir angetan. Ich weiß, oh Gott, dass ich mir selbst abhanden komme, wenn ich dich nicht suche. Ich weiß, oh Gott, dass ich mir selbst abhanden komme. Dann spüre ich mich selbst nicht mehr, spüre ich das Leben nicht mehr. Und ich komme mir selbst abhanden, wenn ich Gott nicht suche, nicht in Beziehung mit ihm bin. Und wenn ich Gott im Gebet suche, dann öffnet sich da etwas. Ich kann taste mich vor zu Gott, zum Leben und finde in der Beziehung zu Gott dann auch mich selbst wieder. Entdecke neue Spielräume des Lebens, bekomme einen neuen Blick auf mich selbst, auf meine Mitmenschen, auf diese Welt. Meine Erfahrung ist, wenn ich mich selbst nicht mehr spüre, mir selbst abhanden gekommen bin, dann ist es gut, diesem Impuls nachzugehen und Gott zu suchen. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, auf meinen Wegen suche ich dich. Das Leben kann so leicht zerbrechen. Das haben wir erlebt in den zurückliegenden Corona-Monaten und Jahren. Was da nicht alles zerbrochen ist, an Leichtigkeit, dass man das Leben einfach genießen kann, ohne Sicherheits- und Vorsichts- und Abstandsmaßnahmen. Was da zerbrochen ist, an Selbstgewissheit, dass wir das in unserem Land gut hinbekommen und dass die Wissenschaft das schon alles richten wird. Zerbrochen ist auch Vertrauen. Vertrauen darauf, dass wir in einer solchen Krise zusammenstehen und das miteinander hinbekommen.
gemeinsam tun, was notwendig ist. Und dann noch dieser Ukraine-Krieg, die tiefe Erschütterung darüber, dass das, was wir als sichere Weltordnung angesehen hatten, nicht mehr da ist. Das Mitleiden mit den Menschen in der Ukraine, die ständige Angst, dass dieser Krieg weiter eskalieren könnte. Dass das Auswirkungen auf unsere Psyche hat, ist klar. Doch die meisten gestehen sich das nicht ein. Denn das geschieht eher schleichend. Keine Kraft, kein Antrieb, kein Mut. Bis es dann nicht mehr geht. Auch das gehört zum Leben, dass wir uns abgeschnitten fühlen von der Kraft des Lebens und auch abgeschnitten vom Lob Gottes, dass wir uns ausgeschlossen fühlen von denen, die aus vollem Herzen Lob- und Danklieder singen. Doch Gott will nicht nur unsere Lob- und Danklieder. Er will auch unser Jammern, unser Klagen, unser Schreien, unser Rufen. Der Klang des Lebens, der Klang des Liedes, das unser Leben ausmacht, ist vielfältig. Die Klage gehört auch dazu. Manchmal brechen Ängste ganz aus mir heraus. In der vergangenen Woche hat ein Freund mir eine E-Mail geschrieben. Er liegt wieder im Krankenhaus. Die Situation hat sich zugespitzt. Es gibt Komplikationen. Weitere Operationen sind notwendig, er schreibt. Es war ja immer was in den letzten Monaten. Das jetzt ist anders. Es ist das erste Mal, dass ich mich wirklich vor einer OP fürchte. Seine Nachricht hat mich ziemlich durcheinander gebracht. Was soll ich ihm schreiben? Ich kann doch auch nur seufzen, mitseufzen. Wie kann man in einer solchen Situation glauben, wenn Gott nicht hilft? Wenn es so scheint, als ob er sich uns völlig entzogen hätte. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Vielleicht kennen Sie diese Sätze. Trotzig klingen sie und stark. Sie standen an einer Wand in einem Keller. In diesem Keller waren zur Zeit des Zweiten Weltkrieges Juden versteckt.
Ich bin bei solchen Sätzen hin und her gerissen. Auf der einen Seite voller Bewunderung für Menschen, die in solch extrem schwierigen Situationen ihren Glauben bewahren und das so schreiben können. Auf der anderen Seite frage ich mich, hätte ich das auch können oder könnte ich das auch? Mir ist innerlich ein Satz aus dem Neuen Testament näher. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese verzweifelte Bitte ist an Jesus gerichtet. Hilf meinem Unglauben, wenn ich gar nichts mehr fühle und die furchtbare Leere sich breit macht. Hilf meinem Unglauben, dass ich wieder an die Sonne glauben kann, auch wenn ich sie nicht sehe. Dass ich wieder an die Liebe glauben kann, auch wenn ich sie nicht spüre. Dass ich wieder an dich, Gott, glauben kann, auch wenn du schweigst. Hilf mir doch, halte mich. Ich will an dich glauben und kann es oft nicht. Die Corona-Pandemie hat viele Menschen an den Rand der Erschöpfung gebracht und auch darüber hinaus. Auch bei uns in der Diakonie, auch bei uns in den Zieglerschen, Mitarbeitende in Pflegeheimen und Kliniken, in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, in den Schulen, auch Eltern, vor allem Mütter und viele andere, die ganz direkt für andere da sind. Eine Erfahrung hat sich in dieser Zeit extrem verstärkt. Was wir tun, ist nie genug. Wir wollen es gut machen, die Erwartungen der Menschen erfüllen und die sich ständig ändernden Ordnungen gleichermaßen. Den Menschen gerecht werden und auch dem Infektionsschutz. Und dann auch noch den eigenen Ansprüchen. Doch das schaffen wir nicht. Dann kommt noch Kritik. Die Kritik frustriert extrem in einer solchen Situation. Weil wir ja es selbst gerne anders hätten. Wir fühlen uns ungerecht behandelt und sind frustriert. Wir haben doch alles versucht. Wir haben doch unser Bestes gegeben. Warum reicht das nicht? Was hilft hier? Zu Resilienz. Zu Widerstandsfähigkeit, dass wir mit solchen Belastungen und Überlastungen umgehen können und nicht daran zerbrechen. Mir ist das Wort Gnade wichtig
Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott zum Apostel Paulus. Der hatte sich auf seinen Reisen in seiner Arbeit für die Gemeinden total verausgabt und wurde hart angegangen und kritisiert. Ihm wurde vorgehalten, dass er alles hätte viel besser machen können, dass andere es noch besser gemacht hätten. Und Paulus würde es auch gerne besser machen. Deshalb betet er: Nimm diese Schwachheit von mir, hilf mir, besser, stärker, perfekter zu sein. Die Antwort kommt anders, als Paulus sie erwartet hatte. Lass dir an meiner Gnade genügen. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind und alles hinbekommen. Vieles, was wir tun, bleibt bruchstückhaft, fragmentarisch. Mich begleitet ein Satz von Fulbert Stefensky: Gnade heißt, ich kann Fragment sein und muss mich nicht in der Jagd nach meiner eigenen Ganzheit erschöpfen. Für mich ist das ein wichtiger, ein tröstlicher Gedanke. Ich brauche mich nicht in der Jagd nach meiner eigenen Ganzheit erschöpfen. Das muss ich lernen. Jeden Tag aus der Gnade leben und wissen, Gott schenkt Gnade für meine Arbeit, für mein Tun, für mein Lassen, für das, was geglückt ist, für das, was misslingt, für das, was leicht von der Hand geht und für das, was schwer fällt. Leben aus der Gnade. Ich muss das üben und bitten. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, bei mir, Herr Jesu Christ. Ich mag dieses Lied, weil es so einfach ist, so schlicht und doch stark, eine starke Melodie hat und immer dieselbe Satzstruktur. Bei der Vorbereitung habe ich eine Entdeckung gemacht, die ich vorher zwar wusste, aber noch nicht so bewusst verinnerlicht hatte. Jede Strophe beginnt mit Ach, mit einem Seufzen. Ach. Vielleicht kann das deshalb auch ein Lied sein für Menschen, die erschöpft sind. Dabei aber nicht stehen bleiben, sondern beten. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deinem Frieden bei uns, könnte auch eine Strophe sein. So viele Friedenslieder wie in den vergangenen 116 Tagen, so lange ist das schon, wir gesungen und gehört haben, gab es lange nicht.
Doch so langsam merke ich bei mir selbst, lässt die Aufmerksamkeit nach. Jeden Tag Kriegsnachrichten, Bilder von zerbombten Städten, Panzern, Raketen, Soldaten, Menschen auf der Flucht. Das ist schwer auszuhalten, schon für uns und noch viel mehr für die Menschen, die da mittendrin stecken. Der Krieg kann noch Jahre dauern, sagte heute NATO-Generalsekretär Stoltenberg. In der Bibel finden wir visionäre Friedensbilder, die wir diesen schrecklichen Kriegsbildern entgegenhalten können. Wunderbare Visionen zeichnet uns die Bibel vor Augen. Schwerter zu Pflugscharen, Kinder, die den Krieg nicht mehr lernen, Löwe und Lamm, die beieinander liegen. Unvorstellbar und so weit weg. Ich bin hin und her gerissen zwischen dem, was ich hoffe und bete und dem, was ich wahrnehme und erlebe. Die Welt ist zerrissen. Als wir das Lied Frieden finden im Jahr 2018 geschrieben haben, war der Krieg in der Ukraine so nicht vorstellbar. Doch der Liedtext hat eine erstaunliche Realität, wenn ich den heute singe. Die Welt ist zerrissen, das Wir ist zerrissen, mein Herz ist zerrissen. Das erleben wir und das wird im ersten Teil der Strophe jeweils beschrieben. Im zweiten Teil geht es dann um Gottes Gedanken des Friedens und um das, was er für den Frieden tut. Im Hebräischen gibt es ein wunderbares Wort für Frieden, das wir alle kennen. Shalom. Shalom ist das Gegenteil von Zerrissenheit. Es bedeutet Ganzheit, Unversehrtheit, Wohlergehen, Glück. Um diesen Shalom für uns selbst, für diese Welt, bitten wir, gib uns deinen Frieden. Thank you.
Vater unser im Himmel, ach, wo bist du und wo ist dein Himmel? So oft habe ich den Eindruck, dass dein Himmel ganz weit weg ist, irgendwo da oben über den Wolken, nicht hier auf der Erde. Hier sehe ich einen Krieg, der grausam ist, dass mir der Atem stockt. Ich sehe Menschen hier in Ludwigsburg, die aus diesem Krieg stammen, die entwurzelt sind und ihren Weg suchen auf dieser Erde. Viele verwundet, äußerlich und innerlich. Hast du dich zurückgezogen in deinen Himmel, Gott? Bist du auf Abstand? Vater unser im Himmel, erweis dich als guter Vater, komm nah herbei. Komm du doch zu uns heute und alle Tage. Und gib uns unser tägliches Brot heute. Denn Gott, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht ernsthaft gedacht, dass mir diese Bitte jemals so wichtig wird, hier im reichen Norden. Aber die Preise explodieren. Viele arme Menschen haben Schwierigkeiten, Miete zu zahlen. Es ist unklar, wie wir im Winter heizen. Und woher all das Getreide nehmen? Ich schaue neu auf mein tägliches Brot. Danke Gott für jeden Bissen zu essen. Danke für mein Bett, den Schrank, den Menschen neben mir. Und gib mir ein offenes Auge, ein offenes Herz, Gott, damit ich mich dafür einsetze, dass das tägliche Brot zu allen Menschen kommt. Hier in Ludwigsburg und überall in der Welt. Ja, du kannst mir das alles geben, das tägliche Brot und ein offenes Herz. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. So viel bedrängt mich Gott hier auf der Welt. So viel ist zu tun in der Gesellschaft, der Familie, der Kirche. So wenig bekomme ich selbst hin. Ich gebe das alles ab, Gott. Ich lege es hin. Hin vor dich, die ganze Gesellschaft, die Familie, die Kirche, die ganze Welt. Hier ist sie. Ich vertraue dir alles erneut an und bitte dich, komm erneut zu mir mit deinem Reich. Gib mir neu Kraft. Überrasche mich mit deinem Geist. Baue unsere Gemeinschaft neu auf. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, im Kleinen schon jetzt und im Großen dereinst. Ja, komm du zu uns mit deinem Reich und deiner Kraft und deiner Herrlichkeit, wenn wir jetzt gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie gerne wieder Platz. Dass es dieses Lied in unser Gesangbuch geschafft hat, das hat mich erstaunt und erstaunt mich immer wieder. We shall overcome. Und es freut mich, dass es dieses Lied ins Gesangbuch geschafft hat. Ein Lied, das Mut macht, voller Hoffnung für eine bessere Zukunft und Mut, einen beschwerlichen Weg gemeinsam zu gehen. We Shall Overcome wurde bei den Protestaktionen der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA gesungen, von Schwarzen und Weißen gemeinsam. Die Menschen sangen an, gegen die Angst, wenn die Sheriffs, die ihre Hunde auf sie hetzten. Das Singen schweißte zusammen, wenn weiße Rassisten mit Steinen am Wegesrand standen, und es machte Mut, wenn es zu Massenverhaftungen kam. We shall overcome.
Der Ursprung dieser Melodie ist übrigens ziemlich alt. Wenn Sie es mal vor sich hinsummen, da da di da di da da, dann klingt das wie, wenn ich es Ihnen mal in den Kopf setze, dann geht es Ihnen wie mir jetzt. O du Fröhliche. Und das hat auch was miteinander zu tun, denn das Lied geht zurück auf O Sanctissima von Michael Praetorius und stammt aus dem 17. Jahrhundert. Einwanderer hatten es mit in die USA gebracht und bei uns wurde O du Fröhliche draus. Und dieser selbe Ursprung, der freut mich auch, dass wir da doch auch ganz viel von uns drin haben, we shall overcome. So wie wir auch ganz viel von uns drin haben, wenn wir das gemeinsam singen. Mit Mut und Hoffnung, eine kraftvolle Friedenshymne, getränkt von biblischen Verheißungen und dem Vertrauen auf Gott, der uns die Kraft dazu gibt, gemeinsam in eine Zukunft zu gehen. We shall overcome. Gott hat verheißen, bei uns zu bleiben, auf uns Acht zu geben und uns zu stärken durch seinen Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.